Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Gast bei Karl Brooks sind wir heute. Das heißt, wir sind vor den Toren Osnabrücks in Wallenhorst, besser gesagt, auf seiner Anlage. Und ja, schön, dass das geklappt hat, Karl, dass wir vorbeikommen konnten. Ja, herzlich willkommen. Bevor unsere Zuschauer uns natürlich im Dialog jetzt natürlich ein bisschen zuhören können, gibt es klassisch immer so anfänglich so einen Einspieler, damit die auch wissen, wie das hier aussieht, wie das Refugium von Karl Brooks aussieht. Okay. Und diesen erst einmal an. Karl, noch alles relativ neu, das heißt, seit 2014 seid ihr hier zu Hause. Ja, jetzt ungefähr 2 Jahre sind wir jetzt hier, im Juni 2 Jahre. Neben der Göttergattin Ann-Kathrin, neben Luisa, die wir gleich auch noch sehen, wie kommt es dazu, ist das das Glücksschwein gerade gewesen, was wir da hatten? Das Glücksschwein, das haben wir damals zur Hochzeit bekommen, letztes Jahr, als wir geheiratet haben. Und ja, bisher hatten wir das genötige Glück gehabt. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren auch noch haben. Neben Schweinen, neben Hühnern natürlich für Luisa ganz, ganz wichtig das Pony. Wir werden über die Ponys gleich natürlich noch intensiver sprechen. Ist das auch aus familieneigener Zucht? Nee, das Pony, das haben wir von meiner Schwester zur Verfügung gestellt bekommen. Da ihre Tochter da größer geworden war und die ein neues Pony gekriegt haben, hat sie uns dieses Pony dann halt zur Verfügung gestellt. Und es ist wirklich eine Bank und man kann froh sein, wenn man wirklich so ein Pony reiten darf oder haben darf. Wir werden gleich so ein bisschen noch intensiver über das, über die Ponyzeit natürlich sprechen. Ereignisreiche Wochen liegen ganz klar hinter dir. Sportlich, das ist das Hochinteressante, sportlich wirklich super erfolgreich, fing das Jahr schon an, ob in Leipzig oder in der Hallensaison in Münster. Dann dieser großartige Erfolg in Hagen im Großen Preis, Melissino der 7. Platz. Dennoch natürlich einfach, es hatte sich sehr, sehr viel verändert. Nicht nur vom Sportlichen her, sondern einfach auch, dass die Föderation herankam und sagte, meine Güte, wir wollen Karl Brooks auch noch in anderer Funktion haben. Trotzdem die Frage, was war letztes Wochenende? Stand der Sport auf dem Programm oder war es eher das Trainerdasein? Ach, das war eigentlich ein ruhiges Wochenende für mich. Ich musste ja nicht viel machen da. Ich musste ja jetzt auch die Ponyreiter jetzt nicht da trainieren großartig wie bei den Nationenpreisturnieren, die wir jetzt schon hatten, sondern ich konnte mich da ganz entspannt auf den Richterturm setzen und schauen halt, wie die Kinder reiten. Ich möchte dennoch anfangen, ich möchte ein bisschen chronologisch vorgehen, wie alles anfing. Und man weiß darum, dass dein Vater ebenfalls auch so ein, ja, für mich ein richtiger Ponyfreak ist, was die Zucht natürlich angeht und Ähnliches. Wer ist damals auf die Idee gekommen, dass Karl zum Reiten kommt? Kam das von der Familie oder war es damals schon so dein Interesse, dass du gesagt hast, meine Güte, ich möchte das mal ausprobieren? Kannst du dich noch daran erinnern? Oder besser gesagt, es ist ja meistens so in familiären Erzählungen, dass es erzählt wird. Was hat man erzählt? Wie bist du zum Sport gekommen? Ja, also meine Eltern, die haben ja selber auch geritten. Meine Mutter Dressur, mein Vater bis M-Springen. Und dadurch haben wir schon immer auch auf den Pferden so halt drauf gesessen. Oder man von Freunden wurde mal am Wochenende mal ein Pony geholt, was ich da mal reiten durfte. Und dann war ich so 6 Jahre, war ich auch schon ein bisschen älter und ich konnte auch schon jetzt mal alleine auf dem Pferd oder Pony mal galoppieren. Hab nebenbei auch erfolgreich Fußball gespielt. Nur irgendwann da wollte ich, glaube ich, mehr. Und so haben mir meine Eltern das erzählt, habe ich zu meinem Vater wohl gesagt, Mensch, Papa, wann kaufst du mir nicht mal jetzt ein Pony? Und dann war es dann auch so weit. Ich glaube, dann haben die auch nicht lange gefackelt, sage ich mal so. Und da habe ich dann damals, hatten wir richtig Glück, weil das brauchst du ja heutzutage auch, mein erstes Pony Charlie bekommen. Und ja, das war wirklich eine Bank. Und wirklich, ich glaube, wenn du dann so ein Pony hast als erstes Pony, dann bleibst du auch dabei, wenn du dann erfolgreich bist. Und dann kommt das, ja. Das eine nach dem anderen. Das erste Pony ist unglaublich entscheidend.
Ich kenne es aus meiner Familie. Sohn spielt auch Fußball. Du hast auch intensiv Fußball gespielt. Ich dürfte bei mir zu Hause eine Frage nie stellen. Und diese Frage wäre, entscheide dich für etwas. Möchtest du Fußball spielen oder möchtest du reiten? Weil ich glaube, er könnte das nicht machen. War das bei dir damals auch so, weil es zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind? Bitte das Ganze nicht trennen. Ja, nachher ging es schon so weit, dass ja die Fußballturniere dann nachher gleichzeitig schon war mit den Ponyspringen dann oder so. Aber dadurch, dass ich bin heutzutage, glaube ich, nicht der Kleinste, aber damals war ich mit immer der Kleinste in der Schule. Und bei den Fußballen, da war ich ja dann am Ende einer von vielen. Und dann beim Springen jetzt oder beim Reiten bei unserem Verein, da waren dann so zwei, drei Jungs, war noch eine super Clique. Und wir sind dann zusammen auf die Turniere dann gefahren. Und da war es noch mehr, da hat man noch so mehr zusammengehalten. Das war noch was anderes jetzt, als dann da wirklich Aber du hast trotzdem weiter Fußball gespielt, aber nicht mehr so intensiv. Ja, nachher dann ganz aufgehört. Dann. Und nachher dann ganz aufgehört. Ja. Wann hattest du aufgehört dann mit dem Fußball? Also mit 7 oder 8, glaube ich. Okay, aber jetzt nach wie vor ist Kicken immer noch, immer noch angesagt. Absolut, ja. Ich bin ja leidenschaftlicher Borussia Dortmund-Fan und wenn ich dann im Winter mal, wenn da in der Woche die Champions League-Spiele anstehen, wenn den anderen dann zu kalt ist, um ins Stadion zu gehen, dann versuche ich halt Karten zu kriegen und dann da hinzufahren. Ganz, ganz interessant ist, wenn man aus dem Ruhrgebiet oder Ruhrgebiets nahe kommt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du schwarz-gelb, ich bin im Übrigen auch in diesem Farbton geboren, ja. Oder du bist blau-weiß. Gemeinsamer Freund Christian Ahlmann ist blau-weiß. Ja. Ist das eine gewisse Rivalität, die es da gibt? Oder, ja, wir schreiben uns dann schon gegenseitig dann so ein paar WhatsApp-Nachrichten dann so und betteln uns so ein bisschen, sag ich mal. Ne? Aber das ist ja wirklich harmlos, sag ich mal. Ist ja mehr Spaß. Harmlos, trotzdem, ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin in dem kleinen Einspieler gesehen haben. Ein Sprung, der hier ist, ist auch der BVB-Sprung. Der durfte nicht fehlen. Oder ist das auch war das? Nee, der war, also den ersten Parcours, den ich da damals gekauft habe, ja. Da habe ich auch ganz klar gesagt, dass da auch natürlich ein BVB-Sprung mit dabei sein muss. Klar, ganz klar. In Dortmund hatte irgendwann Kaspar Funke dann auch einen. Der hat das wahrscheinlich auch nur nachgemacht. Obwohl, ich glaube, Carsten Aberkamp hat, glaube ich, auch einen Dortmund-Sprung. Ne? Ja, das weiß ich nicht so genau. Aber in Dortmund auf jeden Fall steht da immer einer. In Dortmund steht auch nochmal einer. Wir wollen noch ein bisschen noch mal auf die Ponyzeit noch mal so ein bisschen zurückkommen. Du hast gesagt, das erste Pony, das war Charlie, dem hast du relativ viel zu verdanken. Was hast du ihm zu verdanken? Woran liegt das? Weil er so eine treue Seele war? Weil er dir den Sport leicht gemacht hat, dort hineinzukommen? Oder was waren so die Attribute, die wichtig sind, damit Jungs, wenn die anfangen, einfach dann auch am Ende dabei bleiben? Ja, am Ende war der, glaube ich, ehrlich einfach beim Springen. Mhm. So, der hat mich darüber gezogen. Auch wenn die Distanz dann mal halt nicht so gut war, hat er dann einen dabei gemacht und dann war der rüber. Der war schnell. Der war leicht zu reiten. In der E-Dressur habe ich zwar immer eine 5,9 gekriegt, dann saßen immer die Richter da vor einem und ja, Karl, willst du ja Springreiter werden, oder? Ich sage, ja, das würde ich auch werden. Also die haben mir damals schon geraten, so Dressur, das ist, glaube ich, nicht so dein Ding. Obwohl ich Jugendreiterprüfungen komischerweise viele gewonnen hatte, ja. Aber dann, wie es dann so weiterging, da war ich doch besser beim Springen. Zum guten Reiten gehört gutes Dressurreiten. So, wenn ein Part schon mal in der Familie auch der Dressurreiter nahe ist, ist das vorteilhaft. War das bei dir in deiner reiterlichen Ausbildung auch so, Springen ist schön und gut, Dressur wird auch geritten? Ja, aber das wurde mehr so vom Verein wirklich gemacht. Wir hatten sehr gute Reitlehrer im Verein und wir sind dann wirklich da jeden Tag da fast hingefahren. Dressurstunde, Mittwochs Springstunde, Donnerstags wieder Dressur und dann Freitag, Samstag, Sonntags war Turnier. Aber ich hab dann selber so bis Kreismeisterschaften da in der Quadrille dann mitreiten und dann auf der Dreiecksbahn das Pferd vorstellen und Programmnummer 218 Disco Dancer und dann die Abstammung da. Also ich habe das komplette, wie viele andere auch machen, von klein an das komplette Programm mitgemacht dann. Disco Dancer, muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, passte natürlich. Ja, hundertprozentig. Passte natürlich unglaublich gut. Ja, aber so hieß er wirklich, mit dem ich das damals gemacht hatte. Disco Dancer. Ja. Ist unglaublich wichtig. Positive Erlebnisse. Kannst du dich an die Zeit erinnern, Ponyzeit auch noch erinnern, wo es auch mal so richtige Nackenschläge gab? Wo du mal sagst, meine Güte, unangenehme Gefühle. Jetzt mal, ich ja. sag mal,
Ja? Ja, erste deutsche Meisterschaften, damals so Berlin-Dalgo mit einem Pony, der hieß Nick. Der war sehr erfolgreich mit der Vorreiterin. Der hatte absolute Top-Qualität, aber den musstest du wirklich immer auf den Punkt reiten. So, und als Ponyreiter, ich sehe das ja heute auch, da bist du halt noch Kind. Das kannst du noch nicht so verlangen. Und wenn du dann, ja, dann bist du auf einer deutschen Meisterschaft oder auf dem Preis der Besten und dann kommst du mal halt nicht passend hin. Und wenn die dann den, sag ich mal, den Stempel da reinhauen und ist dann schon niederschmetternd. Dann so, und das war die erste deutsche Meisterschaft, wo du warst? Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Das kann sein, da kann ich mich jetzt aber nicht mehr so genau erinnern. Wobei wir über Berlin gleich auch noch mal reden. Da gab es ja im Endeffekt das Versöhnliche nachher auch noch an Berlin. War ein goldener Sattel damals. Ja. Den gab es im Endeffekt auch in Berlin. Als die Ponyzeit entweder vorbei war oder besser gesagt, kannst du dich noch daran erinnern, wann die, meistens geht das so ein bisschen fließend ineinander über. Ne? Ponys vielleicht noch ein bisschen, dann so die Großpferde. Wann war das und wie war das? Wer kam das erste Mal, der gesagt hat, meine Güte, Pony wird so langsam, wird Karl zu groß, das war es vielleicht nicht, aber wann kam das erste Großpferd? Ja, dadurch, dass wir ja relativ nah auch an Mahl dran sind, hatten wir auch immer guten Kontakt zu meinem Vater schon, zu Schorsch Ahlmann. Mhm. Und die hatten damals ein Pony, von meinem Vater die ganze Zucht, sag ich mal, aufgebaut worden ist, die White Lady, die auch relativ bekannt ist, weil die ganz viele gekörte Hengste schon Rexe Robber, Ronaldo vom Schwarz. Ah, ne, der ist ja schon wieder aus der Tochter da raus. Mhm. Ja, auf jeden Fall ganz viele gekörte Hengste daraus und erfolgreiche Sportponys. Dadurch war immer der Kontakt so zu Ahlmann. Mhm. Und als ich dann so 16 war, kriegte ich dann auch von Ahlmann zwei Pferde zur Verfügung gestellt, die zwar da gestanden haben und wir da hingefahren sind zum Reiten. Das war einmal Scarlett und auch Patent. Und mit Scarlett war ich dann auch so, dass ich dann bei den Junioren in Soltau dann auch schon die deutsche Meisterschaft dann geritten hatte und die von Ahlmann quasi zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Komisch war, es ging dann mit den Großpferden los. Das Herz von Papa, von Karl Brox, das ist bei den Ponys geblieben. Der ist nach wie vor den Ponys, immer auch als du schon, der ist immer den Ponys verbunden geblieben. Was war das, dass er einfach gesagt hat, meine Güte, auch wenn Karl jetzt schon Großpferde reitet, mein Herz schlägt für den Ponysport oder wie du gerade ja nochmal intensiv gesagt hast, für die Ponyzucht? Ja, dadurch, dass ich, glaube ich, einfach so viele Ponys auch hatte. Ich hatte ja White Lady, Fire Lady, Nick, Bravo. Wenn andere, sage ich mal, heutzutage mit einem oder zwei Ponys zu den guten Turnieren fahren, da bin ich schon mit vier oder fünf Ponys, sage ich mal, losgefahren. Und wenn der eine nicht gewonnen hatte, dann hat der andere gewonnen. Und dadurch hast du ja dann so, war das eine ganz, ganz, ganz erfolgreiche Zeit. Da habe ich ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, außer jetzt den Europameistertitel, aber Deutscher Meister, Westfalenmeister, also alles, was du gewinnen konntest, hatte ich ja damals dann gewonnen. Nationpreise, Donaueschingen und so eine White Lady, weil die ja so total verrückt war. Und mein Vater damals die dann auch in der Woche so mitgeritten hatte, mit der ins Gelände gegangen ist. Und ich die dann nur so ein bisschen gesprungen hatte, war ja auch so eine gewisse Verbindung auch zu diesem Pony jetzt. Ne? Die anderen wurden teilweise verkauft oder wieder weitergegeben vom Besitzer zu anderen Reitern. Und die ist am Ende geblieben, weil die hätte sowieso auch kein anderer reiten können. Mhm. So, und jetzt hast du da so eine Stute und die war auch noch sehr gut gezogen und dann ging das so los. Und wenn dann die Zucht oder die Nachkommen dann plötzlich auch noch so, und da, ich denke, das weißt du ja selber, wenn du da ein gutes Fohlen hast oder der ist dann nachher Jährling, zweijährig, macht einen guten Sprung, ja, dann machst du auch weiter. Das ist ja ganz normal. Und großartig, dass es eben weiter und dass so tolle Pferde am Ende dann dabei rausgekommen sind, war das einfach eine ideal großartige Zeit. Mit den Großpferden ging es dann nachher weiter und es kam dann auch relativ schnell bei den Junioren, dann glaube ich auch schnell der deutsche Meistertitel. Bei den Junioren weiß ich jetzt gar nicht. Ja, auf jeden Fall war es so, dass ich sofort von den Junioren auch an wirklich immer Glück hatte mit Pferden. Ich hatte damals Sacromatik, mit denen ich in Dortmund diesen Emetra Cup, was heute diese HGW Nachwuchschampionat ist. Wo da schon Pferdewechsel gemacht wird, dann den goldenen Sattel gewonnen. Chromatik, aber bei den Europameisterschaften? Aber hatte ich den mit bis zur Europameisterschaft bin ich mit dem geritten. Und dann kam wiederum da bei den jungen Reitern ein Pferd, der hieß Rubens.
Ja. Das war der absolute Top-Kracher mit. Ich sag mal, wenn ich den jetzt heute auch hätte, bei den, das, was ich jetzt reite, könnte ich wirklich jedes Turnier mitreiten. Und, ganz kurz nochmal zu den Ponys. Wenn man die Chance hat, viele Ponys zu reiten, würdest du das jetzt auch noch unterschreiben? Ist das immer für den Sport etwas, man muss sich umstellen? Reitsport hat viel mit Routine einfach zu tun, das wissen wir. Durch vieles Reiten gibt es die Routine. War das für dich auch eigentlich so ein bisschen der Start in eine erfolgreiche Turnierlaufbahn auch? Ja, das glaube ich schon, weil ich hatte wirklich sehr viele unterschiedliche Ponys und auch sehr viele komplizierte Ponys. Also die hatten richtig Blut. Und früher, da gab es das ja noch nicht so mit diesen ganzen Gebissen oder Gamaschen, welche Gamaschen hinten drauf und dieses Ganze, wo die sich da heutzutage, sag ich mal, so viel die Gedanken drüber machen. Ich sag mal, meine Eltern sind jetzt nicht reich, aber wir sind jetzt auch nicht arm. So, wir hatten ja diese Ponys da zur Verfügung gestellt bekommen, andere haben wir gekauft. So, die hast du dann da, jetzt musst du auch da was draus machen. Nicht rumheulen, wenn es mal nicht klappt, das geht weiter. So, ne? Und war dann, das eine bessere Zeit, würdest du sagen, weil man hat früher mehr Sachen mit Reiterei gelöst und weniger vielleicht mit Sachen gelöst, wie eben Gebissen oder eben mit Gamaschen oder mit anderen Hilfsmitteln, um sich Sachen vielleicht auch leicht zu tun? Ja, das war auf jeden Fall total unprofessioneller, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also wenn man da, ich weiß noch ganz genau, da sind wir nach Bern hingefahren, bis in die Schweiz, auf einmal war das Pony nicht gerade beim Wetcheck. So, und die hatte schon so einen Spezialbeschlag, sage ich mal, jetzt drunter. Aber da wurden ja nie Hufgelenke behandelt, der Rücken gemacht. Das hast du einfach früher nicht gemacht. So, ne? Wenn man mit dem Wissen von heute zu damals, boah, das wäre abnormal. Gewisse Verbindung gibt es jetzt natürlich einfach, weil du natürlich auch als Bundestrainer oder eben auch in dieser Riege mit dabei dein Wissen auch noch mit reingeben kannst. War es früher schon so, heutzutage, du hast gesagt, man braucht, wenn man die junge Reiterzeit, wenn man die im Endeffekt auch erfolgreich, wie du sie gemacht hast, durchlebt, braucht man einfach, da braucht man einen Kracher. Das ist heute nicht anders. Das ist ja im Endeffekt, wenn du letztes Wochenende eben beim Preis der Besten, wenn du da siehst, was eben da als 3 Sterne dann steht, da gibt es wenige große Preise, glaube ich, einfach auch auf diesem Niveau in Deutschland, die einfach diesen Anspruch haben. Ja, obwohl da jetzt so bei den Junioren, jungen Reiter ist schon eine große Anzahl an Reiter und Pferde, finde ich, die da jetzt mittlerweile rüberspringen. Wenn man sich ja jetzt auch teilweise die ganzen Wochenenden, wie viele internationale Turniere es gibt und wie viele 1,50 Springen es so gibt, wie viele Pferde und wie viele Reiter heutzutage über diese 1,50 Springer null gehen können, sag ich mal. Das ist ja teilweise Wahnsinn. Und wenn du sagst, dass es ja zu deiner Jugendzeit einfach auch noch anders war, dann ist die Zeit relativ schnell gewesen, wo das im Endeffekt jetzt so passiert ist. Das heißt, die Entwicklung des Sports der letzten 15 Jahre, das war schon eine enorme Entwicklung. Ja, gewaltig. Ja, wirklich vom Equipment, sag ich mal, die LKWs. Früher sind wir teilweise mit den Hängern noch zu den großen Turnieren gefahren. Da war vorne am Hänger vorne die Sattelkammer doch so dran geschraubt und so. Und heutzutage, da kommen die ja mit Trucks an, kosten ein halbes Haus, sag ich mal. Ne? Ja, und wir drehen jetzt nochmal die Zeit ein bisschen zurück. Schule war vorbei. Das Gott heißt, sei Dank. Schule war so ein bisschen, okay. warst du froh, als es zu Ende war? Ja. Ja, ich war jetzt nicht schlecht so. Ne? Ich habe auch mal einen blauen Brief gekriegt, aber ich war jetzt nicht. Guten Ton, ich war jetzt hier dämlich, sagen wir es mal so. als die Schule zu Ende war, ging es aber darum, dass man sich einfach über den Beruf Gedanken macht. Du hast Papa hat Firma, Dachdecker-Firma. Ja. War das klar, dass du gesagt hast, wir machen erstmal das? Oder hast du da schon einmal gespielt und hast gesagt, meine Güte, ich würde doch aber auch gerne diese Hobby-Leidenschaft des Reitens auch gerne zum Beruf machen? Wer hat da die Entscheidung gefällt? Du oder hat man doch in der Familie gemeinsam gesagt, nein, was Solides und eine Basis ist erstmal wichtig? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube schon. Also meine Eltern haben auf jeden Fall gesagt, mach jetzt erstmal hier die Lehre und so. Und da habe ich mich auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht groß gegen gewehrt jetzt. Klar, das der Sport Pferd, ging ja auch weiter. Ja, oder genau, nicht? Genau. Das Reiten ging ja trotzdem weiter. Und ist auch nicht schlimm. Also
Würdest du das jetzt einfach jugendlich mit einer ankommen und sagt, meine Güte, für mich gibt es nur Reiten, würdest du ihm das auch raten? Das ist ja ganz schwierig. Also das fragen mich oft welche, ehrlich gesagt. Das kommt wirklich total aufs Talent drauf an. Ja. Weil wenn du jetzt, es gibt ja jetzt so viele, die jetzt, sag ich mal, einen Meister machen, mit Stehensbeck bestehen und wissen trotzdem dann am Ende nicht, was mache ich jetzt damit oder kriegen keine Arbeitsstelle damit oder so. Oder müssen sich dann da wirklich, ich will jetzt nicht den Beruf des Reitlehrers da jetzt schlecht machen, dabei hinstellen und Tag für Tag da, ich weiß nicht, wie viele Leuten da und die haben sich bestimmt was anderes geben. Gedacht, klar. als sie damals angefangen haben. So diese Jobs, sag ich mal, wenn du jetzt, klar, es ist immer schön, wenn du einen Lehrer hast was vorzuweisen und so, aber wenn du, so sagt Franke Slotak ja auch immer, wenn du reiten kannst, dann brauchst du das alles nicht, weil dann kriegst du ja auch einen guten Job. Es ist immer blöd, wenn dir dann was passiert, du brichst dir ganz komisch dein Bein und kannst nie wieder reiten. Dann ist natürlich schön, wenn du was anderes gelernt hast, so wie Ening, so Bankkaufmann oder kaufmännische Lehre, dass sie eventuell dann einen anderen Beruf machen könnten. Aber wenn du Talent hast und du kannst richtig reiten und du willst das auch und du stehst dahinter und du gehst so ein bisschen auch, sag ich mal, die ersten Jahre, ich will jetzt nicht das Schimpfwort sagen, aber erstmal von unten nach oben, sag ich mal, dann hast du die Chance auch ein top internationaler Reiter zu werden. Und dann kriegst du auch, denke ich, die guten Angebote dann von den großen Stellen, sag ich mal. Und musst nicht irgendwelche Handelspferde reiten oder Verkaufspferde oder irgendwelche Korrekturpferde, sag ich mal so, weil dadurch verdirbst du ja dann auch am Ende dein Reiten. Das gute Reiten. Ich weiß noch, ich hatte damals so meine ersten Pferde oder auch meine Ponys, die waren ja immer relativ schwierig. Und das werde ich nie vergessen. Ich war zwar auch immer erfolgreich, aber ich hatte immer so den Ruf, wenn jetzt irgendein Pferd nicht so funktionierte, bring den mal zu Kali oder bring den mal nach Broxen und so. Ne? Und dann ist mal Kurt Gravenmeier an mich herangetreten. Und dann hat er zu mir gesagt, Karl, ich gebe dir jetzt den guten Rat. Du musst den Ruf loswerden, dass du nur immer diese Scheißtiere über den Parcours reitest. Mhm. Seh zu, dass du gute Besitzer kriegst und Kracher unterm Arsch. Mhm. Nur so kommst du weiter. Und das habe ich mir unheimlich eingeprägt. War das trotzdem auch etwas, wo man dann einfach so eine gewisse Selbstzufriedenheit rauszieht? Weil man gesagt hat, meine Güte, ich schaffe es sogar mit dem Krepel, oder besser gesagt, mit dem nicht so talentierten Pferd, schaffe ich es trotzdem, den Parcours zu bewerkstelligen, dass man sich daraus wie so ein Lob sich selber holt? Oder weshalb hatte man auch Spaß daran? Es gab ja auch einen gewissen Reiz daran, an nicht so guten Pferden, die dann auch turniermäßig gut vorzustellen. Ja, ich will noch nicht mal sagen, dass sie nicht gut waren. Die waren gut, aber die eine war meinetwegen richtig stark oder der eine sprang keinen Wassergraben und sowas. Vom Talent her, glaube ich, und der Qualität waren viele gute dabei, nur einfach halt nicht so von jedermann so zu reiten. Und ist natürlich so, wenn du dann diese darüber reiten, ich habe mir da jetzt keine Gedanken drüber, mir was darauf eingebildet, aber wenn du die natürlich über ein Parcours reiten kannst und wenn du dann auf ein leichtrittiges Pferd oder auf ein richtig gutes Pferd, ja, das war ja dann für einen wie Fahrradfahren. So, ne? Wobei du hast auch gesagt, man kann sich mit, wenn man sehr, sehr häufig gerade sehr derbe Korrekturpferde hat, sag ich mal, wo man fehlt, kann man sich schönes Reiten auch, kann man sich auch vermiesen oder kann man einfach auch, es wird wenigstens häufig auch mal nicht mehr so schön. Es sieht dann manchmal bei einigen dann nicht mehr so schön aus. Du hast eigentlich immer einen relativ guten Stil. Der war das immer so? Hast du selber Wert darauf gelegt, dass das nicht nur effektiv, sondern auch gut aussehen? Ja, aber mein Vater auch. Ich weiß noch, am Anfang war mein Unterschenkel noch nicht so der Beste. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so öffentlich sagen darf. Aber dann hat er mir damals mal mit der Angelschnur den Steigbügel festgebunden. Ja, hatte man früher gemacht. Und dann purzelten aber die Achternoten. Aber hat man früher generell häufig einfach gemacht, damit man erstmal weiß, wo das im Endeffekt auch so ein bisschen hingehört, dass man da so ein bisschen... Aber man hat ja schon auch, sag ich mal, seine Talente auch früher schon so. Wenn jetzt früher Aachen im Fernsehen lief, die sind reingeritten, die sind einmal kurz so durch den Bildschirm geritten, dann wusste ich, welches Pferd, welcher Reiter. Auch heute, ich kann mir so ganz so Sachen so unheimlich einprägen, wenn irgendjemand auf einem bekannten Pferd auf einmal wieder ein anderes Gebiss drauf hat.
Das sehe ich sofort. Oder früher. Ist das wie so ein fotografisches Gedächtnis, dass du sagst, ich weiß nicht, das kann ich mir einfach merken. Früher in Mathe die ganzen Sachen, da habe ich vorgesessen, das ging nicht in meinen Kopf rein. Und diese Sachen so, oder zum Beispiel Hengste. Wir hatten früher Hengstbücher zu Hause. Die alten von Bernd Eilers. Ja, genau. Diese dicken genau. Wirklich, da habe ich das Bild gesehen, habe das andere zugehalten und das waren ja hunderte von Hengste. Ja. Und ich konnte die komplette Abstammung, wer das ist, und die komplette Abstammung auch von dem Hengst dann sagen, das fiel mir leicht. Es ist so, wenn man Sachen mit Freude macht, wenn man etwas mit Leidenschaft tut, dann fallen einem Sachen auch leicht. Wenn man Sachen einfach machen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann fällt einem das schwer. Ist das bei dir sogar auch ein bisschen extrem, dass das so ist? Oder ist es besonders? Weil ich komme darauf, weil du bist für mich eine Person, die die Leidenschaft des Sports zu einem Ausdruck bringt, wie das sonst wenige tun. Das heißt, dein Strahlen und Brennen für den Sport habe ich wenige Reiter, die ich kenne, bei denen das so ist. Hat was mit deiner emotionalen Art zu tun. Das kann sein. Und so weiter. Aber es ist bei deinem Vater, um auf den wieder zurückzukommen, ist es bei dem aber auch ähnlich. Ja, ja, hundertprozentig. Es ist im Endeffekt auch einer, der brennt. Wir wollen trotzdem mal so ein bisschen noch mal weiter gucken, wie es weiterging. Bundeswehrzeit? Ja, beste Zeit. Bundeswehrzeit war beste Zeit? Ja. Also entweder war man Wehrdienstverweigerer oder man ging zur Bundeswehrsportschule. Könnte man so sagen. Warum war es die beste Zeit? Ja, weil du da einfach mit deinen ganzen Freunden da, die du sowieso schon aus deiner Junioren-Junge-Reiterzeit, sag ich mal, kanntest, hast du natürlich warst da fast ein ganzes Jahr zusammen, konntest da zusammen deinen Sport quasi ausüben, zwischendurch natürlich auch immer mal nach Hause zum Heimtraining. Aber dann bist du sehr viel gemeinsam auf die ganzen Turniere gefahren und war eine super Zeit. Als wir da weggefahren sind, haben wirklich, ich glaube, 90%, wir haben alle geheult, weil es halt zu Ende war. Man hat natürlich auch viel Blödsinn gemacht, jetzt keine kriminellen Sachen, aber viel Blödsinn so und viel gelacht und es war schon super. Wobei, dann kam doch auch relativ schnell, dass du gesagt hast, meine Güte, jetzt mache ich nochmal eine Ausbildung beim DKR, um da auch, das heißt, die Nähe dazu Warndorf, die ist doch auch erstmal geblieben. Ja, 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 genau. Das war ja so, dass ich nach meiner Lehre als Dachdecker da zur Bundeswehrsportschule hingegangen bin. Ja. Und dann bin ich irgendwann an meine Eltern rangetreten und habe gesagt, dass ich doch nur reiten möchte. Ja. Weil das war ganz witzig. Wir haben bei uns in Waltrop, die größte Kirche ist die St. Peter-Kirche. Mhm. Und die haben wir komplett neu eingedeckt. Also komplett den Schiefer erst runter, dann die ganze Schalung runter, das ganze Holz und dann komplett alles neu. Die Baustelle, die hat ungefähr, glaube ich, 1,5 Jahre oder so gedauert. Das war eine gute Baustelle. Das war Skifahren, das habe ich gerne gemacht, gerade im Sommer. Dann hast du so deine Fläche. Und dann hast du da gearbeitet. So, und während ich aber dann da quasi den Schiefer da am dranhämmern war, am Kirchturm, hat mein Kopf schon wieder gerattert, was ich jetzt nachmittags mit den Pferden mache oder was für ein Gebiss ich mal ausprobiere auf dem oder ob ich den einen morgen springe oder doch lieber heute und solche Sachen halt. Und dadurch habe ich gemerkt irgendwie, boah, du machst das eine, das machst du, aber das andere, das liebst du. Mhm. Und dann kam das dann, dass ich gesagt habe, boah, jetzt will ich doch noch mal einmal auch mal richtig angreifen. Du musst mich daran erinnern, gleich, wenn wir fertig sind, das ist nämlich nicht für die Zuschauer gedacht, muss ich dir den Witz mit dem Dachdecker auf der Kirche noch erzählen. Okay, ich bin gespannt. Und dann kam der Entschluss, wie haben die Eltern reagiert, als du gesagt hast? Traurig. Er war traurig? Ja, ich glaube, Papa, der war traurig. Aber ich habe es nicht gesehen, er hat es nicht anmerken lassen, aber ich habe es gehört. Dass er hätte er gerne gehabt, dass der Betrieb im Endeffekt dann von Karl Junior ja, wenn du jetzt sowas aufbaust da und das steht ja alles da. Ne? Ich hätte ja mich ins gemachte Nest, hätte ich ja nur reingemusst und hätte trotzdem weiter reiten können. Ja, okay, aber er war ja, ich will nicht sagen mit schuldig, aber er war natürlich auch derjenige, der natürlich auch diese Leidenschaft bei dir im Endeffekt natürlich auch so forciert und gefördert hat. Von daher wusste er, dass das ja auch immer im Endeffekt mal passieren kann. Ja, das war wohl so, denke ich, ja. Aber gut. Ich glaube, er ist mit der Situation, wie sie jetzt ist, aber glaube ich auch sehr zufrieden. Ja, ich denke schon seit Jahren, ja. Danach ging es weiter und du hast es vorhin gesagt schon, dann ist es halt gut, wenn man in eine Stelle kommt, wo man einfach viele Möglichkeiten hat. Dann ging es, glaube ich, schon direkt weiter mit Famos, ist das richtig? Ja, genau. Dann war ich, ich habe meine Lehre da am DOKR gemacht
und hatte die auch bestanden und hatte dann quasi dann nachher da auch nur so Boxen gemietet, wie das jeder andere auch machen kann. Und war aber auch in der Zeit ja schon in diesem Illbrook-Team. Ja. Und ab Trainer Riders Tour dann da durfte ich da mit mal auf ein paar Turniere und habe dann mit den guten Leuten, sag ich mal, schon so trainiert und alles. Und irgendwann rief mich dann Markus Baerbaum an und erzählte mir halt von diesem Job. Und kurze Zeit später rief mich Herr Ossendorf damals an. Und dann bin ich da hingefahren und dann, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, als ich dann durch das Tor gefahren bin, mehr brauchte ich eigentlich gar nicht mehr sehen. Da war für mich klar, dass ich das mache. Hat man dann das Gefühl, meine Güte, ich habe es geschafft, aber so ein bisschen, das ist ja der Wunsch eines jeden Reiters, dass man ja sagt, meine Güte, in dieser Atmosphäre, also wie gesagt, das ist, die Bedingungen waren einfach toll. Ja, ja, ich habe es geschafft. Ja, und man sagt sich selber, was man jetzt wieder von Glück einfach gehabt hat, dass es jetzt einfach wieder weitergeht. So, ne? Weil das ist ja das heutzutage. Viele, die bleiben dann irgendwann, bleiben sie stehen, weil sie vielleicht nie die Chance kriegen in einem besseren Stall oder nie so ein richtiges Top-Pferd mal haben, aber trotzdem gut reiten. Du musst einfach richtig Glück haben auch. Es ist bestimmt das Glück, was man braucht, dieses Quäntchen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Man braucht aber auch die Gabe. Jetzt will ich nicht alleine nur die Gabe des Reitens nehmen. Gibt es so eine Gabe, dass du sagst, meine Güte, ich habe über das Reiten hinaus einfach auch eine Gabe, dass ich zum Beispiel dem Glück manchmal auf die Sprünge helfe? Ich glaube einfach dadurch, dass es jetzt auch mit Markus Baerbaum so gekommen ist, dass ich sehr gut kann mit Leuten. Ich glaube, ich glaube, die schätzen an mir, dass ich sehr offen bin, dass ich so das sage, was ich so denke, dass ich ehrlich bin und dass ich immer für den Spaß zu haben bin oder für Spaß auch so manchmal sorge. Und ich denke, das ist schon ein Vorteil gewesen, dass du auch dich mit den richtigen Leuten gut verstehst. Mhm. Das macht auch viel aus. Dass die Lust haben, mit dir was zusammen machen zu können. Gerade die dann die Möglichkeiten haben, du hast Familie Ossendorf angesprochen, dass die sagen, meine Güte, mit dem habe ich Lust, die nächsten Jahre im Reitsport einfach zu machen. Wobei zum Glück, mein Lieblingsspruch ist ja von Tiger Woods. Der wurde von einem Journalisten halt auch irgendwie mal, nachdem er irgendwie so einen 480-Meter-Putt irgendwie hatte, dann auch irgendwie sagte er, Mensch, Herr Woods, da haben Sie ja richtig Glück gehabt. Und dann antwortete er, ja, aber wissen Sie was, je mehr ich trainiere, je mehr Glück habe ich einfach auch. Ja, das stimmt auch. Manchmal muss man im Endeffekt entweder mit Trainieren oder Ähnlichem sein Glück auf die Sprünge helfen. Apropos Training, ist dir das immer leicht gefallen, dass du gesagt hast, meine Güte, Talent ist das eine, aber ich weiß, Talent bringt dir nur dann auch was, wenn du wirklich da hart dran arbeitest? Ja, aber dadurch, dass ich immer relativ viele Pferde hatte, war ich ja gezwungen, auch viel zu reiten und zu springen. Und dann am Ende bringt es ja dann auch die Erfahrung mit auf den Turnieren dann auch. Und man testet ja sehr viel auch selber dann so mal aus. Wie ist das? Gerade mit so auch Gebissen und so. Ne? Ich war damals oder bin heute noch sehr gut befreundet mit Jan Hofschröer. Und dem sein Vater Ernst, damals ja auch mal Bereiter bei Schockemüller und hatten ja dann einen großen Ausbildungs- und Handelsstall, war ich in den Ferien ab und zu auch mal dort. Und als ich da, weiß ich noch ganz genau, erst mal in die Sattelkammer da reingekommen bin, wie die Trensen dann da, wie das da alles hing und geputzt und dann wurde da jeden Abend die Sattelkammer gewischt und die Sättel und das habe ich gesehen, da bin ich nach Hause gekommen, dann wurden erstmal alle Trensen in so einen Eimer mit Öl, dass sie erstmal genauso glänzen und dann wurden die genauso da aufgehangen. Und dann bin ich dann damals mal mit ihm in so einen Keller gegangen, da hat er die ganzen Wände so haken und dann hingen da die Gebisse und so. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Nicht, dass ich jetzt ich habe zwar auch viele Gebisse, manche haben noch mehr, denke ich, aber so, dass man auch viel noch mal ausprobiert, so, dass es noch gewisse andere Dinge gibt, um noch mal an den letzten Schräubchen, sag ich mal, zu drehen. Mit einer Situation, die da ist, nicht zufrieden zu geben, auch wenn sie gut ist, auch wenn man sagt, meine Güte, das ist jetzt nicht schlecht oder was auch immer, aber wir wollen gerne einen Schritt weiter. Hast du den Anspruch, dass du sagst, meine Güte, ich will 100% reichen mir nicht, ich will am liebsten noch mal 110 oder 120%? Damals war es anders als jetzt, denke ich mal. So damals, als ich da jünger war und noch angestellt war und wo es dann für mich quasi nur den Sport gab, da bist du noch heißer, sag ich mal. Heute,
dadurch, dass ich jetzt eine eigene Anlage, Familie habe, bin ich auch gerne zu Hause und auch nicht mehr so viel, bin gar nicht mehr so viel, so gerne unterwegs, sag ich mal. Ne? Und da, das ist ein anderer Ansporn. Heutzutage, sag ich mal, ich will nicht sagen, denkst du noch mehr an die Gesundheit oder schonst noch mehr so ein Pferd? So, damals warst du wirklich froh, dass du jedes Wochenende los kannst und erfolgreich bist und dann dran bleibst und so. Ne? Heutzutage würde ich das, glaube ich, immer mehr so wieder so ein bisschen zurückschrauben, wieder einmal lieber Luft holen und dann wieder angreifen. Früher, ja, da bleibst du dran. Ne? Immer wenn man über Famos, über den Stall Famos spricht, fällt immer dieses Pferd Diablo, Lisieux auf. Da warst du erfolgreich mit, aber auch nicht nur alleine du. War das ein besonderes Pferd da zu damaliger Zeit? Ja, das war ein unglaubliches Pferd. Der war ja klein und dünn, der hat den ganz kurzen Hals. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich den das erste Mal da bei Famos geritten hatte. Wie ich den ersten Sprung gemacht hatte von ihm. Der hatte so einen Rucken im Körper. Mhm. Wenn du jetzt aber ein Foto gesehen hast von ihm, hatte der so ein komisches Vorderbein. Aber irgendwie im Körper spürte man was. Ne? Und da habe ich sofort meinen Papa angerufen. Damals habe ich gesagt, ich glaube, das ist eine richtige Granate. Wie alt war der da, als du den da geritten hast? War es noch ein jüngeres? Nee, da war der schon älter. Da hatte er ja schon große Preise richtig gewonnen. Er war ja erfolgreich schon mit Rolf-Göran Bengtsson, hat in Moskau den großen Preis gewonnen. Da hatten ihn dann damals gekauft von Tops, glaube ich. Und dann hatte er es ja Fritz Ferwas, der damals als erster angestellt war bei Famos. Der war auch erfolgreich mit ihm, der hat auch große Preise mit ihm gewonnen. Dann Björn Nagel, der hatte auch großen Preis von Frankfurt mit ihm gewonnen. Ja. Und, war das eine Pferdepersönlichkeit, dass du sagst, oder war es mehr das Rücken, was entscheidend war? Oder was war der Wahnsinn, also das Auge von dem schon, wenn er dich angeguckt hat, der hatte so ein ganz großes, hellbraunes Auge so. Da wusstest du schon, wenn du den gesehen hast, der war was Besonderes. Oder dann war ich mal mit dem auf so einem großen Stoppelfeld, da wollte ich einen Ausritt machen und plötzlich hatte der keinen Bock mehr weiter. Da kriegte ich dieses Pferd nicht mehr vorwärts. Da fing der an zu steigen und zu bocken, dann ist der ab Richtung zu Hause und ich kriegte diesen kleinen Furz nicht mehr angehalten. Also der hatte unheimlichen Charakter. Und der wusste, wenn ich jetzt so, ich weiß noch ganz genau, wie ich in Dortmund in der Westfalenhalle reingeritten bin, großer Preis, war richtig schwer und waren sehr viele Zuschauer da und wenn so eine gewisse Atmosphäre dann da war oder großen Preis von Münster, als ich den gewonnen habe, wenn du da reinrittst und es knistert und es war mucksmäuschenstill oder der vor mir war gut, wie damals, als ich gewonnen hatte, war vor mir Uwe Vollmer dran. Da merktest du, wie der auf einmal Luft holte und auf einmal, abnormal, aber das macht dann diese guten Pferde aus. Es gibt die anderen, die sich klein machen, wenn es drauf ankommt, und die gut sind, sich groß machen. Das ist schwierig, irgendwie, das ist auch schwierig zu züchten. Das hat einfach was mit Mentalität zu tun. Entweder haben die das oder nicht. Ja, aber ist ja wie bei Menschen. Wenn man jetzt, ich will jetzt nicht sagen, aber wenn man jetzt Dortmund gegen Bayern gesehen hat, das letzte Spiel, wie die Bayern, die sind da reingegangen, die wussten, die machen wir heute platt. Und die Dortmunder, die noch relativ jung waren, die junge Mannschaft, die sind eingeschüchtert gewesen, weil die, glaube ich, genau gesehen haben, mit was für ein... Jetzt ist das Schöne beim Reiten, dass der Reiter, der dennoch Einfluss drauf nehmen kann. Kann man in einer gewissen Art und Weise, man kann ein Pferd nicht groß machen, das muss selber natürlich, aber trotzdem kann man ihm Mut einflößen, kann man ihn nochmal motivieren oder Ähnliches machen, damit er es sich leichter tut im Großwerden? Ja, du musst auf jeden Fall heutzutage ich glaube, die guten Pferde, die wachsen ja auf den großen Turnieren auch. Du musst auf die großen Plätze drauf, damit die das in jungen Jahren auf jeden Fall schon sehen. Mhm. Gott sei Dank haben wir ja die Chancen durch die Youngster-Prüfung, dass sie ja auf die großen Plätze da auch schon gehen können und springen können. Aber am Ende ist es wirklich, es war ganz lustig, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, wir hatten mal bei uns in dieser Gruppe, hatten wir Videos von Pret-A-Two und von, wer war dann noch? Catch Me If You Can, von Alice. Alice, ja. Dass, wenn du die Ritte ja da gesehen hast oder die Pferde da gesehen hast, da hättest du ja im Leben nicht gedacht, dass aus diesen Pferden solche Ausnahmepferde, dass die da großen Preis von Aachen gewinnen oder eine Weltmeisterschaft oder sowas. Aber am Ende müssen, glaube ich, dann auch die richtigen Reiter
auch auf die richtigen Pferde. Und dann die Paare dann zusammen, glaube ich, die machen dann den Unterschied. Nach Famos kam ein weiterer, und zwar kam es zu Bernfried Erdmann. War das relativ nahtlos oder gab es dann? Ja, ich hatte schon mal vorher einmal Kontakt zu Bernfried. Ja. Dann bin ich aber doch noch bei Famos noch länger geblieben, und dann wurde Diabolo aber älter. El Paso damals, der war gut, aber dann auch am Ende nicht so gut wie Diabolo. Und ich wusste, dass Bernfried auf den ganzen Auktionen richtig super junge Pferde auch eingekauft hatte. Und dann hatte er mich einfach ganz unverbindlich mal eingeladen, ob ich nicht mal kommen will, mich einfach mal auf ein paar Pferde mal draufsetze, mal springe. Und ja, dann habe ich die gesprungen. Und klar, ich wusste, ich müsste jetzt einmal wieder so ein bisschen rückwärts drehen vom Sport her, weil viele jung waren. Aber ich habe da schon einfach merkt, großes Potenzial gesehen. Ja, richtige Talente einfach. Und dann bin ich halt zu Bernfried gewechselt. Ganz interessant, das Buddeleiblau, wenn man das vor Augen hat, man hat das immer mit, oder meistens, man hat es mit Karl Box immer vor Augen. Das ist ganz lustig. Das war damals die ersten Zeiten ja auch von Klipmer Horst. Das war das Einprägsamste. Es waren viele junge, es waren viele großartige Talente dabei. Einer war mit dabei, über den wollen wir auch noch sprechen. Das war Codex. Ja. Großer Preis Spangenberg. Das geht relativ schnell. Aber der war ja schon vorher. War mit ihm. Was hatte für dich Codex ausgemacht? Was war für dich das, wo du sagen würdest, meine Güte, das ist er hat 1,5 Millionen nachher mit Christian gewonnen, ganz, ganz viele große Preise. Was hat ihn zu einem Champion gemacht? Was hat Codex zu einem Champion gemacht? Ja, erstmal weiß ich noch ganz genau, da habe ich den ja ausprobiert, da war der in Pferden auf Auktion. Mhm. Und da war ich damals mit Marc Ostendorf und habe den da gesprungen. Und dann ist der wirklich gut gesprungen immer, aber gelandet und im Kreuzgalopp gelaufen. Nach jedem Sprung Kreuzgalopp, ob ich jetzt rechts rum wollte oder ich wollte links rum. Und dann bin ich abgestiegen zu Marc hin und dann sagt er so, ja, was meinst du? Ja, ich sag, Marc, springen ist gut, ne? Aber der gewinnt ja keine Springpferdeprüfung. Ich sag, wie wollen wir den auf einer Hengstschau reiten, wenn der jedes Mal im Kreuzgalopp daherläuft und so. Ich sag, der kriegt ja nicht eine einzige Stute. Ne? Und dann hatten wir uns für ein anderes Pferd entschieden. Und dann hat aber Bernfried den richtigen Riecher, sag ich mal, gehabt und hat es riskiert und hat dieses Pferd dann halt gekauft. Und wie ich dann, ich glaube, 2 Jahre später zu Bernfried gewechselt bin und habe ihn wieder geritten. Da war er schon gefestigter, stärker vom Rücken her, schon anders vom Maul her auch so zu reiten. Immer noch so ein bisschen seine Last, dass er noch mal im Kreuzgalopp sein kann. Hat er Zeit seines Lebens gehabt. Ne? Also es war wirklich so, das muss ja irgendwie, jeder hat eine Art und Weise. Ich laufe auch Eier manchmal so dadurch. Jeder hat eine besondere Art, sich zu bewegen. Es war seine Art am Ende. Ne? Er hätte am Ende so ein bisschen stabiler sein können. Ja. Ein bisschen gefestigter. So, ne? Aber er konnte ja wirklich, hat man ja nachher auch gesehen, mit Christian da in den großen Preisen oder auch gerade hier Spangenberg. Von Spangenberg, wirklich aus dem Kreuzgalopp konntest du einen Ochser springen. Das konnte vielleicht nur Sam von Albert Suhr. Aber Codex und das waren die einzigen, die, glaube ich, so eine Klamotte springen könnten aus dem Kreuzgalopp. Ne? Ich glaube, wenn er das nicht gehabt hätte, hätte er vielleicht sogar noch mehr gewonnen. Aber klar. Was war der schönste Erfolg mit Ihnen, den du mit Codex hattest? Spangenberg war super. 4. Platz auf der Weltmeisterschaft in Lanaken. Sprang er sensationell. Hannoveraner Champion waren wir, glaube ich. Zweimal, oder? Fünfjährig und sechsjährig? Nee, glaube ich nicht. Einmal? Und dann weiß ich noch ganz genau, Bundeschampionat, Monte Bellini und Codex One quasi Favoriten. Monte Bellini mit Marco Kutscher und der hat sein Programm da abgespult, also vom Allerfeinsten. Und ich fand aber persönlich, dass Codex noch der bessere Springer war. Leider war er dann im zweiten Umlauf im Finale wieder einmal kurz im Kreuzgalopp. Und da werde ich nie vergessen, in der Platzierung war Hans-Günther Winkler, war mit einer der Richter, kommt er so zu mir hin und gibt mir die Hand. Du Idiot, hat er gesagt. Ich dachte, wieso das denn? Ja, kannst du nicht reiten? Hättest den Kreuzgalopp nicht gehabt, hättest gewonnen. Ja, aber
Gott. Ich habe erst gedacht, oh je, was hat er denn jetzt? was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Aber man hatte das bei ihm, ne? Wenn er so anfing, da hatte man schon so ein bisschen Respekt. Ja, von ihm hat man Respekt. Hatte man schon immer Respekt gehabt. Du hast es gerade schon angesprochen. Das Hannoveraner Championat und Karl Brox, das gehört auch zusammen. Es gibt wenige Reiter, die so häufig gewonnen haben, glaube ich, wie du es gewonnen hast, mit den unterschiedlichen Pferden. Wie kam das? Hast du einen besonderen Bezug zum Hannoveraner Pferd immer gehabt? Oder war es ein Zufall? Irgendwie ein Zufall? Gut, dadurch, dass ich ja damals erst bei Geschüt Vermoos war und die auch immer die Hannoveraner da meistens ja gekauft hatten auf Auktion oder auch selbst gezüchtet hatten. Mhm. Während Fried Erdmann viel in Hannover gekauft hat. Auf den Auktionen. Oder auch Hannoveraner Brand an den jungen Pferden da hatte, hat sich das dann einfach auch so ergeben. Ich denke mal, so in den letzten Jahren war es ja wirklich immer auch so ein Battle zwischen Eva, Bitter und mir. So, sie ja mit den ganzen Hengsten vom Landgestüt Celle und dann ich mit meinen jungen Pferden dann immer. Da waren aber unterschiedliche Besitzer. Es kamen andere auch noch, die das erkannt haben, dass sie auch die Vorstellung von jungen Pferden einfach auch, dass das gut aussieht, dass sie das liegt, die Ausbildung. Und die kamen auch und sagten, meine Güte, wie sieht's aus, Karl? Hast du nicht Lust, irgendwie einen von meinen Pferden auch dann nicht nur da vorzustellen, sondern im Endeffekt auch auszubilden? Ja, ich habe ja auch damals, als ich dabei Vermoos war, mit meinen besten Freunden mit kennengelernt. Das ist Lutz Finke und Jens Buhl, die beide auch sehr leidenschaftliche Züchter sind und mit denen ich auch Pferde zusammen habe. Und letztes Jahr habe ich eine Stute geritten, sein Klassiker, die war dann auch Hannoveraner Champion. Die gehörte Lutz und Hermann Ahlers. Mhm. Und ist natürlich schön, wenn so auch wenn du Erfolg hast mit einem Pferd von deinen besten Freunden, auch ein sehr schönes Gefühl. Jetzt müssen wir nochmal auf Zucht auch nochmal ein bisschen eingehen. Ganz, ganz häufig, früher war das ganz wenig. Früher haben die sich entweder auf Zucht konzentriert oder auf den Sport konzentriert. Jetzt ist das ganz, ganz häufig so, wenn man mit unterschiedlichen, neulich waren wir zu Gast bei Janne, wenn man mit Andreas Kreuzer oder mit wem auch immer spricht, die kennen sich nicht ein bisschen aus mit Zucht, sondern die kennen sich fundiert und richtig gut einfach aus. Gehört das mehr denn je zusammen? Zucht und Sport an einem Ort? Das glaube ich schon. Also ich züchte ja auch so ein bisschen, aber sage ich mal mehr aus Spaß und so. Meine haben zwar immer meistens einen schlechten TÜV, aber von der Qualität her sind sie oft gut, liege ich oft richtig. Aber klar, heutzutage, du siehst das aber auch in den Youngster-Touren, lese ich mir grundsätzlich auch immer bei den Starterlisten die Abstammung immer durch. Mhm. Und mittlerweile ja auch mit, was es ja mittlerweile gibt, diese ganzen Embryo- Auktionen schon, wo das nicht geborene Fohlen da mittlerweile schon verkauft wird. Das ist und Preise bringt, ja, und Preise, wo man damals Grand Prix-Pferde für bekommen hat. Verrückt, wenn man da so, da gehen wir auch immer hin, wenn wir in Zangersheide sind, bei der Weltmeisterschaft, die beiden Fohlen-Auktionen zum Beispiel. Ist schon Wahnsinn, was da teilweise für die Fohlen dann auch bezahlt werden. Es sind zwar auch immer sehr gute Abstammungen. Ich sag mal immer, du reizt nicht auf dem Papier, meistens springt immer noch das Pferd, aber klar, als erstes guckst du natürlich, ob er die Genetik hat, ob er vielleicht springen kann. Ja, wenn ich jetzt jemanden anrufe, Züchter, du, ich habe als Beispiel Canan Cassini, weil ich habe jetzt eine gute junge Stute, ist Canan Cassini. Werden die schon mal nervös? So, dann da fährst du schon mal dann hin, als wenn er da... Jetzt wird es schwierig, jetzt brauchen wir keinen Namen nennen, aber es gibt genauso, ist es mal auf der Blüte, dann wird es schon schwieriger. Ja. Was wir vorhin vergessen haben im Übrigen ist, dass Karl im Übrigen nicht nur den Eimer signiert hat, sondern damit man auch weiß, wann er das getan hat, hat er im Übrigen auch noch die Jahreszahl passend dahinter geschrieben. Ne? In diesem Falle gilt es jetzt aber nicht, Fragen zu stellen, sondern einfach die Freunde zu markieren. Wir losen nachher aus, wer diesen Eimer von Karl Hans signiert bekommt. Jetzt müssen wir ganz kurz wieder zurückkommen. Wir gehen nochmal zurück. Ausbildung, großartige Ausbildung von jungen Pferden. Eins, welches mir sofort einfällt, ist Lübbo. Ja. Wir haben auch die Runde einmal von Lübbo auf dem Platz, wo wir nächste Woche schon wieder sind, in Hamburg bei der Youngster Tour. Wie viele Jahre hattest du Lübbo? Sechsjährig gekauft und ich glaube,
7- oder 8-jährig verkauft. Ich glaube 8-jährig. Mhm. Wer ist überhaupt auf diesen Namen Löbo gekommen? Also meine Güte, wir kennen natürlich... Ich glaube der Züchter, ehrlich gesagt, weil er hatte den Namen schon, als wir ihn gekauft haben. Hast du mal gefragt, warum auf den Namen, Löbo gekommen ist? Nee, aber meine Mutter fand ihn immer schön. Ganz wichtig. Ja. Das ist ganz... mit Löbo, war schon eigentlich so eine, nicht ich sage Idealkarriere, aber eigentlich so... Junges Pferd, 6-jährig kaufen, in den großen Sport reinbringen, internationale Ebene, dann eine Begehrlichkeit finden von, wenn möglich, aus dem Ausland und dann im Endeffekt dann auch wieder verkaufen, damit man einfach eine Chance hat, dann mit dem Profit, den es gibt, sein Geschäft am Ende aufzubauen. Ja. So ideal hat das mit Löbo geklappt. Hättest du es damals gedacht, als du Löbo gekauft hattest, dass das so einer ist, wo das so passen kann? Also er war auf jeden Fall ein Riesentalent. Ich weiß noch ganz genau, wie ich ihn das erste Mal gesprungen habe. Mhm. Der ist wirklich, wenn der Steil 50 cm hoch war, ist er 1 Meter hoch gesprungen. Der hat, also Wahnsinn, wie er gesprungen ist. Aber er war ganz speziell vom Maul her. Und dann habe ich aber meine Eltern auch wieder angerufen und habe gesagt, ihr müsst sofort kommen, hier ist ein Pferd, den müssen wir jetzt sofort kaufen. Mhm. Und dann sind die auch dann 2-3 Tage später gekommen, habe ich ihn vorgesprungen. Und dann haben wir den gekauft, da musste erst einmal was abgeklärt werden, noch vom TÜV her. Aber dann haben wir das gemacht und dann war er auch sofort gut. Er war immer speziell, auch so zu Hause. Er war im Grunde genommen für mich schon fast, würde ich jetzt sagen, ein bisschen zu weich. Mhm. Deshalb, als ich da damals, da in Hamburg, als ich da den 2. Platz gemacht hatte und mir auch dieses Video immer angeguckt habe, habe ich selber für mich gedacht, das ist ja alles gut und schön und das Pferd springt ja auch. Aber ich passe persönlich nicht auf dieses, nicht auf dieses Pferd drauf. Mir hat es gefallen, wie das Pferd springt, aber mir hat es nicht gefallen, wie das aussieht. Ich will jetzt nicht sagen, wie ich da drauf gehangen jetzt habe oder so. Nee, einfach das Bild gefiel mir nicht. Und dann, hast du da schon gedacht, meine Güte, das ist ein Pferd für eine Amazone? Oder ja, 100%ig. Und dann habe ich meinen Eltern das gesagt und habe gesagt, wenn wir den mal teuer verkaufen wollen oder wenn das sportlich mit dem weitergehen soll, dann muss da eine leichtere Person einfach drauf und ein Mädchen einfach. Eva saß ja auch mal drauf. Ja, genau. Und dass das Pferd einfach mehr wirkt noch. Ja. Und dann hatte ich Eva gefragt und... Mannheim kann ich mich entsinnen, glaube ich, ne? Ja, Balve hat sie ihn geritten und dann die beste Runde war dann wirklich in Paderborn, wo die sich dann so richtig eingefummelt hatten auch und dann sprang er wirklich sensationell in Paderborn. Und dann rief mich ein sehr guter Freund aus Kanada an, Joe Palmer. Und der hatte eine Kundin, die hieß Jamie Bartsch. In Deutschland und, haben. Mit der kam er dann auch. Karl Bruch. Genau, jetzt haben wir schon. Oh, top. Jamie. Das ist jetzt Wiesbaden. Ja. Das ist jetzt 1 Jahr später oder ist das jetzt nee, schon 2 Jahre? Nee, das ist schon. Schon 2 Jahre, 3 Jahre. Ja, drei Jahre bestimmt her. Zu der Zeit war sie mal hier in Deutschland stationiert. Bei Otto Becker und bei Eva Bitter war sie mal kurz Zeit lang. Naja, auf jeden Fall kam Jamie dann und probierte ihn aus, 2 Mal. Und da hast du sofort gesehen... Funkeln in den Augen. Obwohl das absolut kein typisch amerikanisches Pferd war, weil er so speziell vom Maul her war. Die haben es ja doch lieber, wenn die einfach, sag ich mal, so sind, zu führen sind. Aber sie hat sich sofort super... auf ihn eingeschossen und wir hatten ihr dann auch gesagt, wie es am besten geht und sie hat das super angenommen und von der Größe her und vom Gewicht her war das einfach alles konnte es nicht besser sein. Ja, ja. Und die wollten ihn dann auch am Ende haben und das war ein sehr gutes Geschäft für uns, aber es war auch, glaube ich, ein sehr gutes Geschäft am Ende für sie, dass der dann am Ende mal wirklich bis zum Weltcup-Finale mit ihr springt. Also ich glaube, da hätte weder Eva hätte das gedacht, noch hätte ich das gedacht, dass das Pferd gut ist, dass er vorsichtig ist und das alles macht, klar. Aber dass das mal so weit geht, das ist so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, es sind die Paare, die einfach, das muss passen. Ja, genau. Das ist das so eins, das ist ja, so ja. dieses... Ich glaube, der wäre mit keinem anderen Reiter so weit gekommen so wie mit Jamie. Aber die macht auch alles für ihn, wenn du das siehst. Die war ja letztes Jahr hier... Das ist wie so ein Familienmitglied, dass er nicht noch bei ihr quasi im Bett schläft. Das ist wirklich alles. Wenn er nur so ein bisschen das eine Haar nicht so legt wie am Tag vorher,
Wieso ist das so? Ne? Also da wird alles für gemacht für dieses Pferd. Ganz am Anfang haben wir gesagt, 2014 war dann die Situation, dass du dich dann selbstständig gemacht hast oder auch, dass ihr das hier gemacht hast. 2014, genau, kommt hin, glaube ich, oder? Na, 2000, nee. 2014, 2015? 2017. Aber 2014 selbstständig, genau. Selbstständig, da war ich ja erst ein halbtags bei Famos angestellt, ja, und halbtags selbstständig. Habe ich morgens ganz normal die Hengste vom Geschüt Famos geritten und auch die Turnierpferde und dann nachmittags schon meine eigenen und teilweise Berittpferde schon. Und dann wurde Ann-Kathrin schwanger und dann hatten wir halt überlegt, da ja Sieke doch weit weg war von zu Hause, ob es nicht dann doch wieder Richtung Heimat so ein bisschen, sag ich mal, geht. Und dann hatte ich damals Christian Glanemann gefragt, ob das nicht gehen würde bei ihm. Und dann hat er extra für mich dann auch so einen ganzen Stalltraktor teilweise neu gebaut, neue Sattelkammer, wirklich alles gemacht. Und dann sind wir da dann damals nach Füchtdorf gezogen. Ja. Und da habe ich dann auch Berittpferde und eigene Pferde geritten, aber auch von Christian Handelspferde, die dann verkauft werden sollten. Und da war es aber so, dass Christian selber auch sehr viele Pferde hatte. Und da hatte ich nur eine begrenzte Anzahl an Boxen. Und dann konnte ich schon immer mehr, sag ich mal, Berittpferde kriegen. Und dann kam halt der Gedanke, nicht doch nochmal so einen eigenen Stall zu haben, damit man noch mehr Pferde auch nehmen kann. Dass man nicht so einem, sag ich mal, guten Besitzer, der jetzt mit 3 Pferden kommen will, sehr gutes Berittgeld zahlen will, den nicht so abschlagen kann. Mhm. Und dann haben wir das nach einem Jahr gemacht und dann war ich auf der Anlage von Theo Lohmann in Sennhorst und der dann direkter Nachbar zu Otto Becker. Mhm. Und großer Züchter. Ja, genau. Mhm. Und das war auch eine sehr schöne Zeit, so auch da mit Theo, der wirklich noch so vom alten Schlag, sag ich mal, ist und sehr viel züchtet. Und dann, wenn du da im Sommer dann auf deinem Reitplatz geritten bist, dann eben die große Wiese, die ganzen Stuten mit den Fohlen dann da. Und mussten zwar sich die Pferde immer dran gewöhnen, auch vor allem die Hengste dann, wenn du da am Zaun herritzt und direkt daneben waren die Fohlen da. Aber die haben sich auch am Ende an alles gewöhnt und war eine schöne Zeit. War eine schöne Zeit. Danach wurde es aber, es wurde am Ende immer mehr mit dem Ritt. Und was einem hier einfach auch auffällt, es ist schon, es ist ein großes Rad. Es ist schon ein großes Rad, was man jetzt so langsam dreht. Schon aus dem Grunde, wie du auch mal gesagt hast, braucht es auch, damit es sich im Endeffekt dann auch amortisiert. Aber das ist auch schon mit viel Arbeit verbunden. Ja, der Gedanke kam ja so, als Jamie dann nochmal wieder nach Deutschland kommen wollte und ich aber auch dort keinen Platz hatte und auch, das war für meine jungen Pferde, ich hatte eine 2040 Reithalle, der Platz, der war vielleicht ein bisschen größer, sag ich mal, der Außenplatz, was für mich gereicht hat. Wir hatten Führmaschine und für die jungen Pferde, und zu der Zeit hatte ich mehr junge Pferde. Ist das nur gut in dem Maßen, also in den Ausmaßen? Ja, ich hatte auch von Hausbrand 2 Skyliner, der auch schwerer gehen konnte, aber das war es dann auch so. Und dann wollte Jamie halt nach Deutschland kommen und ich konnte ihr das quasi nicht anbieten, bei mir zu sein, sondern musste sie jetzt zu Otto quasi vermitteln. Und dann haben wir uns so halt Gedanken gemacht, Mensch, was da auch jetzt, das hört sich jetzt blöd an, aber auch an Geld verloren geht, was ich jetzt durchs Training geben und mitfahren auf den Turnieren, was einem da entfällt, sag ich mal. Mhm. Und dann hatte ich ein Pferd, ein Comme-il-faut-Nachkomme, Comme und Jumper, den konnten wir sehr gut verkaufen. Und dann kam die Verbindung mit meiner Schwester und Ina Hörnschmeier, eine Freundin von ihr, dass diese Anlage, wo wir jetzt heute sind, eventuell zu kaufen wäre. Und dann sind wir hingefahren und es war zwar groß und dann bist du natürlich als junger Kerl, war ich auch schon erst so ein bisschen, sag ich mal, abgeschreckt so, ne? Aber doch dann die große Halle und der Platz, den man hier einfach hat, die Möglichkeiten einfach, die ich jetzt hier habe, haben dann doch dafür gesprochen, dass man es doch vielleicht wagen könnte.
Und dann hast du es bereut oder hast du gesagt, oh, es gibt Tage, da bereust du es auf dem Sonntag, sag ich mal, wenn du früher angestellt warst und du hast kein Turnier gehabt, hast sonntags ausgeschlafen oder wenn du, sag ich mal. Aber das ist kein Bereuen, ich glaube. Nee, das ist halt was anderes. Das ist was anderes, so, genau. Ne? Du machst das, klar mache ich das gerne, weil ich es auch schon mein ganzes Leben ja mache, so, ne? Ja, ist halt was anderes, ob du damals, wenn du angestellt bist, musst dich so um nichts kümmern, ob jetzt da ein Rasen mähen, sag ich mal, den Grasplatz oder im Hochdruckreiniger die ganzen Ställe sauber machen, solche Sachen halt, die dann... Aber man freut sich, wenn es schön ist. Was mehr geworden ist dadurch auch generell, ist einfach auch das Coaching, das Trainieren von Leuten. Du hast natürlich Jamie angesprochen. Ja. Es ist nicht nur Jamie, sondern es sind viele andere auch. Und eine von denjenigen Personen, die gerne mit dir trainiert, guckte, die hat dir im Übrigen eine sehr, sehr schöne Nachricht geschickt. Moin Karl, auf diesem Weg möchte ich dir einmal sagen, wie sehr ich dich als Trainer schätze. Ich genieße es sehr, bei dir zu reiten. Der Umgang mit dem Sportpartnerpferd ist immer fair. Du erinnerst mich daran, meine Pferde beim Training zu loben, bist konsequent, machst auch strenge, klare Ansagen, was mir sehr entgegenkommt. Eine positive Strenge im Unterricht finde ich sehr gut, aber auch die positiven Momente im Training werden gelobt und du hast mir und den Pferden schon sehr geholfen. Deswegen freue ich mich noch ganz lange, bei dir weiter reiten zu dürfen. Beanie Bo. Nett. Beanie Bo. Tausendmal mehr bekannt, als wir jemals werden können. Ja, im Übrigen. Wie das innen. Sie hat gerade gesagt, Punkte, die ihr wichtig sind, ist Pferdeloben. Ist das so eine Sache, dass du sagst, boah, es ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn die sich schon so anstrengen, dann ist das wichtig? Ja, sie hat ja zwei sehr unterschiedliche Pferde. Ja. Und das eine Pferd heißt Carlson, der manchmal sehr energisch ist und oft ihr manchmal das Leben ein bisschen schwer macht beim Hinreiten zum Sprung. Und das hatten wir neulich halt sehr viel trainiert, das erwartet. So, und wenn er das dann wirklich macht, dann habe ich immer gesagt, jetzt lob ihn auch mal. Ne? Mhm. Also die müssen ja auch dann am Ende wissen, ob sie was gut gemacht haben oder nicht. Und dann hast du noch gesagt, meine Güte, und manchmal ist Karl auch ein bisschen strenger, ist das auch, aber es ist einfach nur dein Organ, dass du ein bisschen lauter manchmal bist. Oder bist du schon, oder kannst du auch schon streng sein? Ja, kann ich auch. Ich werde auch lauter. Aber ich finde es besser, eine ganz klare Ansage, als da um den heißen Brei immer rumzureden. Und am Ende kommt es ja auch besser sofort dann an, denke ich mal. Jetzt ist es so, wir hatten das vorhin schon angesprochen, die neuen Herausforderungen, gerade eben was das Trainieren angeht, haben sich ausgeweitet. Die FN meldet sich auf einmal und sagt, meine Güte, wir können uns vorstellen, dass Karl Brocks in Zukunft auch in dem Trainerstab bei der FN mit dabei ist. Jetzt gibt es diese ganz, ganz lustige Geschichte, dass als du, glaube ich, bei deiner Ausbildung mal gefragt wurdest, meine Güte, was wollen Sie später mal werden? Ja, genau. Da hast du gesagt, ich möchte Bundestrainer der Ponyreiter werden. Ja. Es holt einen manchmal ein, was man mal so im Flachse gesagt hat. Ja, ich wurde da ins Büro eingeladen zu Herrn Wendt. Aber ich glaube, alle Lehrlinge mussten da mal einmal hin. Und dann wurde ich gefragt, wie denn so mein Werdegang, wie ich selber meinen Werdegang jetzt so sehe. Und dann habe ich gesagt, ja, erstmal muss ich ja hier meine Lehre machen und dann will ich internationaler Reiter werden. Und wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist, dann kann ich ja immer noch Bundestrainer von einem Pony-Springreiter machen. Und da haben die sich das aber irgendwie schon notiert, oder keine Ahnung. Und dann habe ich dann auf den Turnieren dann, weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam mir dann mal wieder so der Gedanke. Und dann hatte ich mich auch mal mit Ebi Seemann mal ausgetauscht oder mit einer guten Freundin von meiner Frau und mir, der Lena Koch oder Lena Heinze jetzt. Und und dann wurde ich halt gefragt, ob ich wirklich zu meinem Wort stehen würde, ob ich da wirklich dran Interesse hätte. Weil das sollte sich. Die haben sich wirklich berufen auf das, dass du das damals mal gesagt hast? Und ich musste sogar zu einer FN-Angestellten mal vor Jahren, muss ich im Shuttle-Service im Auto mit der gesessen haben. Ja. Und dann muss ich das auch wohl irgendwie gesagt haben. Da kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern. Und sie hat das auch wohl so weitergegeben. Und ich glaube, aber es waren nicht alleine nur die Sachen. Ich hatte ja anfänglich gesagt, das, was für mich ein Karl Brocks ausmacht, ist einer, der lebt den Sport. Nicht nur, weil er den Sport liebt, sondern
es ist einfach so diesen Enthusiasmus, diese Euphorie, die du für den Sport hast. Und mit dem, was du vorhin aber auch angesprochen hast, mit dieser Gradlinigkeit. So ist der Weg und dass das manchmal auch lauter ist. Und das sind, glaube ich, die Punkte, die hilfreich und wichtig sein könnten, auch für unsere Kinder, wenn wir die, du hast selber auch eine Tochter, wie wir die auf den passenden Weg in unserem Sport bringen. Hast du dir gerade in der letzten Zeit Gedanken gemacht, dass du dir gedacht hast, wie mache ich das? Habe ich eine besondere Art? Werde ich irgendwie was anders machen? Wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Also jetzt hatte ich ja noch nicht so viel die Möglichkeiten, jetzt persönlich auch mit denen so zu trainieren. Es war ja ein Lehrgang und da habe ich schon mit Peter das zusammen so ein bisschen gemacht. Wir haben uns abgewechselt, mal er die drei Reiter, ich habe die anderen drei Reiter so ein bisschen in der Dressurarbeit so ein bisschen trainiert, sag ich mal. Und danach waren ja jetzt erstmal die ganzen Nationenpreisturniere und jetzt der Preis der Besten. Jetzt, für mich stand jetzt erstmal wirklich mehr an, die Paare erstmal wirklich kennenzulernen und die Reiter auch. Ich war jetzt mehrere Jahre ja aus dem Ponysport quasi raus. Mein Vater, der kann dir zu jedem Pony, zu jedem Reiter, kann er dir fast ein Buch schreiben, sage ich mal. Aber ich fange ja quasi jetzt erstmal wieder bei Null an. Und für mich war es jetzt erstmal wichtig, die Eltern kennenzulernen, wie die, sag ich mal, so ticken. Ja, und dann halt auch die Kinder, wie die halt so sind. Und weil es ist ja nicht nur das Reiten, das andere, wie sie vom Charakter her sind, das gehört ja alles, sag ich mal, dazu. Und dann klar auch die Ponys jetzt, ne? Obwohl du kannst. Hat sich das Ponymaterial, oder Entschuldigung, das Ponypotenzialmaterial, das ist ganz blöd. Ponypotenzial, hat sich das gegenüber deiner Zeit stark verbessert? Verändert? Es sind weniger halt geworden jetzt. Weniger, ne? Ponys. Ja, weniger, es waren ja damals mehr Ponyreiter und auch mehr Ponys einfach, weil jetzt mittlerweile ja viele auf Children umspringen oder umswitchen, sag ich mal eher. Aber ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass unsere Ponys früher viel besser waren als die jetzt heute oder umgekehrt. Es ist einfach jetzt heutzutage eine komplett andere Zeit. Die haben heutzutage, können die wie bei den Pferden, andere Gamaschen, die haben andere Gebisse. Die Sprünge sind ganz anders als sie früher waren. Die Böden sind ganz anders heutzutage, als ich zu meiner Ponyzeit. Aber das Feiern und das Freuen über Nationenpreiserfolge, das ist eigentlich noch wie eh und je. Und deshalb haben wir, glaube ich, schon einen der großen Momente. Freude zu zweit macht noch ein bisschen mehr Spaß. Passt das gut irgendwie? Ich habe mich da in Fontainebleau jetzt bei diesem Nationenpreis unheimlich auch für Peter gefreut. Ja. Weil es war ja jetzt sein letzter Nationenpreis in Fontainebleau. Und er wurde da auch persönlich von den Veranstaltern verabschiedet. Ich meine mich daran zu erinnern, die haben gesagt, er war mit über 600 Ponys und über 400 Reitern. Über die Zeit. War Peter in Fontainebleau. Und das habe ich so im Kopf gehabt, was das für eine Zahl auch ist. Und jetzt hat Deutschland schon lange nicht mehr in Fontainebleau gewonnen. Und das ist, Fontainebleau ist, das muss man wirklich sagen, das ist so ein bisschen schon fast so wie Aachen. Das ist das Besondere. Das ist nicht nur dieser Platz, den man hat, der auch schwierig ist, Platz. Aber den Stellenwert, den Fontainebleau als Nationenpreis hat, der ist besonders. Ja, ich war ja, zu meiner Zeit gab es dieses Ponyturnier dort noch nicht und auch diesen Platz noch nicht. Und ich habe das nur immer in den Jahren immer gehört, der darf in Fontainebleau reiten oder dass unser Pony geht in Fontainebleau. Und als ich jetzt dann dieses Jahr da selber das erste Mal da war, das ist schon beeindruckend, wenn du da durch die Schleuse reitest, quasi die ersten 20 Meter, die sind noch so leicht geradeaus und dann geht es erstmal bergab, sage ich mal. Ne? Ja. Dieser Platz, der hat ein unheimliches Gefälle, ist unheimlich schwierig für Kinder zu reiten. Zu sehen, ne? Es gibt auch so ein kleines, wie so ein Billard oder so. Ne? Da gibt es auch, ja. So aber für die ist es ja schon schwierig, sag ich mal, jetzt eine Distanz berghoch zu reiten und dann geht es kurz kehrt wieder eine Distanz runter. Ja. Und zum Beispiel war jetzt ein Ochser berghoch, wo du mit dem Bein dranbleiben musst um die zweite Stange
Und dann bin ich runter, war der erste Sprung wieder ein ganz luftiger Steil. Und dann kommen die da hingeritten und haben den gleichen Druck noch drauf wie am Ochser und bang, und die Stange fliegt. Und da lernen unheimlich die Kinder wirklich so ein, sich da auch mal so was beizudenken, wie die zum Sprung hinreiten. So, ne? Und Peter hat immer gesagt, dass die wirklich in Fontainebleau auf dem Platz wirklich am meisten lernen. Die Ponys, aber auch die Pferde. Wer da besteht, den kannst du überall quasi mit hinnehmen. So hat es mir Peter erzählt. Aber ich werde es ja in den nächsten Jahren erleben. Du wirst das in den nächsten Jahren. Hast du dir trotzdem schon mal Gedanken, wie wirst du, versucht man es eher mit Positiven, dass man den Kindern eher, bist du der Typ, der eher was über Positives lernt? Oder sagt man auch, meine Güte, aus Fehlern kann man auch lernen? Beides würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Mhm. Ich gehe auf jeden Fall da auch hin und versuche jetzt, ich kenne das ja selber, du bist ja unter Druck auch, nicht nur dich selber, die Eltern sind auch noch hinter dir, die wollen natürlich, dass das klappt. Und dann versuche ich schon erstmal auch die Kinder so ein bisschen erstmal so zu trösten oder Mensch, das war nicht so schlimm und morgen geht's weiter. Und dann aber auch klar sage ich dann, was besser sein muss beim nächsten Mal. Ne? Ich versuche das schon immer auf dem Abreiteplatz, wenn ich so dabei bin, denen so eine gewisse Sicherheit zu geben oder dann so ein positives Feedback, sage ich mal. Aber es ist doch schon ein Unterschied, wenn du jetzt diese Kinder trainierst oder dann nachher die jungen Reiter, die gewisse Sachen ja ganz anders schon umsetzen können. So bei den Ponys, bei dem einen mehr oder weniger ist es ja auch noch, sage ich mal, ich will nicht sagen Glück, aber sie sind noch nicht so routiniert. Genau, es ist noch nicht dieses hundertprozentige, dass du jetzt, wenn ich jetzt sage, reit mal 20 Zentimeter dichter, das kannst du einfach, das kannst du noch nicht verlangen. Ne? Jetzt hat das trotzdem, hat diese Funktion, die du bestreitest, auch eine gewisse Form der Verantwortung, die du hast mit diesem Ganzen. War das ein Punkt, als du gesagt hast, meine Güte, ich nehme das an, oder hast du deshalb vielleicht auch ein bisschen überlegt, dass du gesagt hast, meine Güte, das ist schon auch eine große Verantwortung, die ich dort habe. War das ein Punkt bei deiner damaligen Entscheidung? Meinst du jetzt anhand der Geschichten, die in dem letzten Jahr jetzt so war, die negativen? Nein, generell einfach nur, dass man sagt, meine Güte, man steht im Fokus. Es ist dann auch, meine Güte, ne, man hat den Adler nicht nur als Reiter auf der Brust, sondern man hat ihn einfach generell, den man verliert. Das ist schon mehr, als wenn du jetzt nur für einen... Das ist so. Daran muss ich mich jetzt echt auch so ein bisschen dran gewöhnen, dass man jetzt... dass man anders angeschaut wird, dass du dir gewissen Sachen jetzt auch nicht mehr, sag ich mal, leisten kannst. Ich bin jetzt nicht mehr Karl Brocks, der Reiter, sondern du bist jetzt auch schon Karl Brocks, der Bundestrainer. Der Bundestrainer. Und da hast du schon auch jetzt eine andere, ich sag mal, Vorbildfunktion jetzt. Du musst jetzt, ich muss mich jetzt in gewissen Sachen schon auch richtig zurücknehmen und selber auch über gewisse Dinge erst, glaube ich, nachdenken, bevor ich sie mache, sage ich mal so. Ne? Ja. Mit den Kindern, da habe ich gar keine Angst oder dass ich mir da irgendwie, dass das schwierig werden könnte, weil ich habe das jetzt auch so in Fontainebleau und so mitgekriegt, wie die auch untereinander sehr gut so zusammenhalten und Spaß haben. So. Die Kinder sind, finde ich, immer am Ende das Leichteste. Ich glaube, es ist viel schwieriger das Ganze mit den Eltern, das Ganze drumherum, da wirklich, dass da die gute Stimmung bleibt, dass sich da keiner auf den Schlips getreten fühlt. Weil ich weiß selber, wie es dann nachher ist, wenn es mit den Nominierungen losgeht. Ich habe selber damals gehabt, rein im Bundeskader, raus im Bundeskader, die Briefe, wenn die dann kommen vom DOKR. Ich habe alles erlebt, mir braucht man es nicht erzählen, ich habe selber alles durchgelebt. Natürlich ist es schön, wenn er drauf genäht wird, früher war er drauf nähen, aber wie enttäuscht war man, wenn er einfach dann wieder... Manchmal gehört eine Niederlage oder wenn es mal nicht so läuft, das gehört dazu. Und daran siehst du ja dann auch am Ende, ob du jetzt, sag ich mal, eine Mimose da hast, der sich ins Loch verkriecht, oder du hast jetzt wirklich einen, der sagt, so, und jetzt zeige ich es im Brox mal, jetzt gewinne ich den Preis der Besten. So. Und am Ende, die brauchst du dann auch am Ende. Ich habe irgendwann mal, wurde Markus Ening mal gefragt, was er am Bird from Allen so besonders gut findet.
Und alle hätten jetzt gedacht, meine Güte, weil der reitet so ähnlich wie ich oder was auch immer, hätte er gesagt, hat er gar nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wie er mit Niederlagen umgeht. Das ist das, was für mich am entscheidendsten ist, warum dieser Bird from Allen einfach auch so erfolgreich ist. Da merkt man mal, wie wichtig das ist. Im Endeffekt, A, dass man es auch ab und zu Niederlagen hat, hat jeder Reiter. Klar. Aber eben, wie wichtig das ist, dass daraus man im Endeffekt die Stärke bezieht, die nachher für einen großartigen Sportler erfolgreich ist oder wichtig ist. Am Ende sind es ja wirklich im großen Sport, auf diesen großen Turnieren, in den großen Springen, ist es ja oft so ein bisschen, dass du gewinnst oder so ein bisschen, dass es auf einmal in die Hose geht, weil du ja auch viel riskierst. Und wer viel riskiert, ist das Risiko auch höher, dass es entweder klappt und du bist vorne oder es geht in die Hose und... Hast du Ziele, dass du sagst, meine Güte, das wäre jetzt so ein bisschen, das sind so, da möchte ich hin eben mit den Equipen, jetzt, was da sind. Klar, Europameisterschaften wird wahrscheinlich, ist immer ein Ziel, weil das ist ja der größte Gradmesser. Ja, ich möchte auf jeden Fall, und das wünsche ich mir, dass aus den Profistellen die Kinder auch mehr wieder bei den Ponys bleiben und nicht sofort auf die Großpferde kommen. Mhm. Dass man doch noch mehr, weil ich habe das jetzt in Oplabek gesehen, dass wirklich mehr, da waren ja Ponys, Children, Junior und junge Reiter, dass bei den Ponys doch mehr sind aus Nicht-Profistellen, Springstellen und dass das dann nachher aber bei den Junior und jungen Reitern sich ändert, dass da wieder die auch gute Ställe dann da, sag ich mal, hinter sind bei den Eltern. So. Das würde ich mir wünschen, dass wirklich... Die auch den Ponysport im Endeffekt auch unterstützen. Ja, genau. Also es ist ja wie bei Tebbe zum Beispiel damals, das war im Endeffekt beide. Ne? Modis, ja. Stine und so weiter, die waren die große Bank im Endeffekt. Laura Klapphake. Laura, Enno damals ja auch noch. Ja. Also, ne? dieser auch. Ja, viele, Stühlmeier. Ja. Viele kommen aus dem Ponysport. Ening, Hassmann, es kommen so viele. Und ich hoffe, dass so ein Max Kühner, Mersch Vormann, Ludger Bärbaum, dass deren Kinder, ich hoffe es, gut beritten werden mit Ponys. Mit Pferden wird es ja... Ich habe gehört zu Max Kühner zum Beispiel, die haben jetzt schon, da ist Del Piero. Ne? Ja, der Schimmel. Genau, dieser Schimmel, der auch noch ein bisschen kleiner ist, weil ich glaube, die Tochter von Max ist auch noch nicht bisschen so zierlicher. Ist noch nicht so groß. Aber der ist jetzt auch schon dann, also die Basis im Endeffekt, Brian zum Beispiel hat auch jetzt in Markus, Luft, genau. Markus Mersch-Vormann und so weiter auch so. Also das sieht nicht schlecht aus für dich. Nee, ich hoffe, dass sie da bleiben. Ne? Mhm. Also Meredith, die ist ja auch sehr engagiert mit ihrer Tochter jetzt und die haben ein sehr gutes Pony oder zwei gute Ponys jetzt. Und sie hat auch eine gute Figur noch. Da muss man ja auch aufpassen, sag ich mal. Deswegen gehen ja auch, sag ich mal, viele dann auch bei den Children, wenn die plötzlich einfach zu groß werden. Ne? Das ist ja auch noch so. So manche, die bleiben klein, die passen gut auf die Ponys, aber manche sind zu groß. Ich sag mal jetzt so ein Mika Roth bei den Children. So ein Talent, sag ich mal, wie er jetzt ist, bei den Ponys, das wäre ja... Das würde man sich wünschen jetzt auch so. Wir haben zwar auch gute Talente bei den Ponys, das will ich jetzt gar nicht so sagen, aber Mika, so wie das er jetzt beim Preis der Besten jetzt da wieder da einfach abgespult hat, das ist schon, schon beeindruckend. Schon super. Einfach. Jetzt, wir haben gesagt, am Ende müssen wir einmal über den BVB reden. Wie sieht das nächste Saison mit dem BVB aus? Ja, wir haben jetzt drei gute Einkäufe, denke ich mal, gemacht. Ich weiß es nicht, wer jetzt noch verkauft wird. Ich hoffe mir so ein bisschen, dass der Favre ab und zu mal so ein bisschen aus sich rausgeht. Ich kann mich daran entsinnen, das war bei diesem einen Spiel, da hattest du nachher kurz gepostet. Gegen Bremen. Gegen Bremen, es kann nicht sein, dass der einfach... In der 83. Minute das erste Mal das Köpfchen da unter... aus seiner Hütte rausstellt. Ja, das mag ich nicht. Das geht nicht. Und wenn man dann die Bilder vorhin gesehen hat, wie Karl Brock sich über Nationenpreis ging, das sind zwei Welten, die im Endeffekt die stoßen aufeinander. Gut. Findest du ihn trotzdem als Trainer gut? Ich glaube... So fachlich ist er, glaube ich, schon gut, aber der Klopp war trotzdem der Beste. Kloppi war trotzdem der Beste. Ein absoluter Klassiker ist, dass wir am Ende immer das klassische Speed-Interview machen. Ne, da musst du im Endeffekt, ich gebe zwei Sachen vor, du musst sagen, das eine oder das andere. Und deshalb fangen wir natürlich fußballmäßig an. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Heimspiel? Aber Auswärtsspiel auch mal? Oder dann Südkurve eigentlich? Oder Platz, was gerade noch geht?
das, was gerade noch geht. Bandage oder Gamasche? Gamasche. Was schneller geht? Oder generell, mit Bandagieren ist so... Weiß ich nicht. Muss nicht so gut sein. Ich rate nur mit Gamaschen. Handschuh oder ohne eigentlich? Handschuh. Immer? Meistens. Auf dem Turnier auf jeden Fall immer. Mhm. Lammfell oder Gelpad? Gelpad. Gelpad. Du hast vorhin gesagt, wir haben deinen Rasenplatz gesehen, wir haben deinen Sandplatz gesehen. Trotzdem, was ist dein Favorit? Rase oder Sand? Also ich finde schon geil, diese Turniere wie Spruce Meadows und Aachen, dass solche Turniere oder auch Fontainebleau, dass sowas auf Gras ist. Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, dass wäre schlecht, wenn unser Sport nur noch auf Sand wäre. Dass das auf Sand wäre, ich glaube, dann wäre es nicht mehr dieses Flair oder diese Atmosphäre, wenn das auf Sand wäre. Ich habe den Unterschied gesehen auch in Falkenswart, wie der Platz da in der Arena, wie das aussah, als es Gras war und wie es jetzt aussieht, wie Sand, also es ist es wird auch austauschbarer einfacher. Ne? Es wird auch austauschbarer, das Ganze. Ne? Im Endeffekt. Ja, Sand hast du ja überall. Sand hat man wie Sand am Meer. Ochser oder Stein? Ochser. Jetzt kommt's. Lieber morgens oder lieber abends reiten? Morgens. Und die klassische Schlussfrage: Schimmel oder Brauner? Schimmel. Schimmel? Ja. Wobei eigentlich, wenn man mit Karl Brox bringt, man eigentlich am ehesten eher mit dunklen Pferden. Wobei El Paso damals auch ein Schimmel, ne? Ja, aber meine Ponys, die waren auch oft Schimmel. Okay. Und geht nichts über einen guten Schimmel. Es geht nichts über einen guten Schimmel. Karl, ich sag tausend Dank, dass wir da sein durften, dass wir einen kleinen Einblick so ein bisschen bekommen konnten. Ja. Und ich hoffe, den Zuschauern hat es auch Freude gemacht. Wenn die passend verlinkt haben, dann kriegt einer diesen großartigen Eimer. Und bald gibt es auch wieder zu Gast bei.